Rescue Data and Repair, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Ben, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video und heute schauen wir uns ein iPhone XS Max an. Das Gerät hatte Wasserkontakt, die Daten an dem Gerät sind sehr wichtig und es wurde online zu uns eingesendet über unsere Webseite rescue-repair.com und dort über den Punkt Auftrag erfassen. Wenn auch ihr ein Gerät einsenden möchtet, dann könnt ihr das gerne in dieser Art und Weise tun. Und wir schauen uns jetzt direkt mal an, was wir denn hier vorliegen haben. So, ein bisschen Ordnung hier. Richten die Kamera aus und dann passt das. Das ist das iPhone XS Max. Als allererstes würde ich sagen, kontrollieren wir die Ladestromaufnahme. Und was passiert? Roundabout 200 mA, 180 mA und wir sehen nichts auf dem Bildschirm. Das ist das erste Indiz, was wir hier jetzt sehen. Und jetzt würde ich sagen, wir nehmen das Gerät auseinander. Ich habe es tatsächlich noch nicht zerlegt bis dahin. Ich habe noch rein gar nichts getan. Und wir springen jetzt einfach mal rein ins kalte Wasser und schauen uns an, was wir denn hier haben. Ich mache das Gerät jetzt nicht warm. Punkt 1, es hatte Wasserkontakt und dementsprechend gehe ich davon aus, dass sich das schon ein Stückchen leichter öffnen lässt, weil ganz häufig dadurch die Dichtung in Mitleidenschaft gezogen wird und das Ganze dann dementsprechend ein gutes Stück leichter aufgeht. Also das Display hat sich hier schon, und ich gehe davon aus, dass das mit dem Wasserkontakt zu tun hat, etwas vom Rahmen gelöst, ja, aber wir kriegen es im Großen und Ganzen relativ gut auf. Und ja, also das Display wurde vorab schon mal getauscht. Ich dachte es mir eben schon am Rahmen, ja. Und wir sehen auch, das hier ist kein originales OLED, sondern das ist ein Nachbau LCD. Hat eigentlich in einem iPhone XS Max nichts verloren. Wir sehen hier überall noch die Wasserrückstände, ja. Also das Gerät ist noch feucht im Inneren. Ich mache davon mal ein Bild für unsere anderen Social Media Kanäle. Im ersten Step würde ich sagen, wir trennen jetzt mal die Batterie und dann machen wir eine optische Inspektion und dann sehen wir weiter. Das wäre jetzt ein erster Gang der Dinge. Wie gesagt, es geht hier um einen Datenerhalt. Das Ganze hätte wahrscheinlich anders enden können, wenn da ein ordentliches Display drin gewesen wäre, was ordentlich verbaut gewesen wäre, auch mit der originalen Klebedichtung dann. Die hat hier gefehlt. Dadurch kann natürlich schneller und mehr Feuchtigkeit ins Gerät entsprechend eindringen. So, jetzt trennen wir hier das Ganze mal. Dann reinigen wir etwas die Feuchtigkeit auf, aber wichtig, erstmal nur hier wirklich am Akku. Ansonsten sieht das eigentlich gar nicht so wild aus. Wir schauen uns das gerne mal zusammen unterm Mikroskop an. So, also, das sieht doch im Großen und Ganzen, sieht es eigentlich ganz gut aus. Das hier gehört hier drunter. Wir nehmen jetzt mal hier die Steckverbindungen ab. Aber wie ihr seht, sieht man da nicht großartig was von Korrosionsrückständen oder Wasserrückständen im Allgemeinen. Ne? Sieht eigentlich alles relativ trocken aus. Das kann natürlich anders aussehen, wenn wir das Logic Board rausnehmen und mal schauen, ob da eventuell irgendwie Wasser drunter gekommen ist, ob wir an den Rändern in irgendeiner Form irgendwo Wasser stehen haben. Das kontrollieren wir jetzt natürlich im nächsten Step. Und dann schauen wir weiter. Aber wichtig ist vor allem die optische In-Augenscheinnahme. Guck mal, jetzt bin ich hier doch tatsächlich verschwunden. Eigentlich wollte ich nur so machen, genau. Die optische In-Augenscheinnahme hier, das kann ich auch leicht rausziehen. Ich nehme an, da wurde schon mal, ja, da war der Akku vorab schon mal gelöst. Sonst wird sich das nicht so unproblematisch gestalten, die Herausnahme. Wichtig, wenn er hier die Steckverbindung löst, dass ihr vorsichtig seid und nichts am Logic Board kaputt macht. Ja, also vorsichtig an der Seite drunter fahren und anheben, ohne dass wir irgendwelche Bauteile auf dem Logic Board
dabei abreißen. Könnt ihr auch gerne mit einem Plastiktool machen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Jeder arbeitet da anders und dann kommt es auch natürlich an, wie lange mache ich das schon. Wie ich mir dachte hier, ihr seht, dass auch auf der Unterseite hier ein bisschen Feuchtigkeit angekommen ist. Und jetzt gucken wir unter dem Mikroskop, wie die Platine im Endeffekt, ich klicke hier immer falsch, aussieht. Ja? So, Unterseite und wichtig dann auch hier an der Seite, aber das sieht hier eigentlich auch noch ganz ordentlich aus. Hier haben wir ein bisschen Korrosionsrückstand. Okay, das sieht auch ganz ordentlich aus. Ich würde sagen, in dem Fall, wenn es optisch so aussieht, können wir durchaus mal probieren, was passiert, wenn ich Versorgungsspannung auf das Gerät gebe. Ich emuliere die Batteriespannung 4,2 Volt mit einem Labornetzteil. Und wir haben keinen Kurzschluss. Das ist schon mal nicht schlecht. Und jetzt kontrollieren wir einmal und ich zeige euch gerne mal, wie wir das machen können. Wir starten das Gerät über den Pin direkt am Connector. Das heißt, wir haben irgendwo hier einen Punkt, an dem liegen 1,8 Volt an und diese 1,8 Volt, die werden auf Ground gezogen, wenn ich den Knopf drücke und dadurch startet das Gerät. Ja, und das ist genau hier dieser Pin. Ja, das bedeutet, wenn ich jetzt hier im Endeffekt mit der Pinzette mir einen Ground Point suche und auf der anderen Seite damit versuche zu starten, dann sehe ich, dass das Logic Board augenscheinlich bootet. Ja. Und dementsprechend nehme ich mir jetzt mal ein Display und schaue, ob es damit nicht eventuell schon getan ist. Zurück aus dem Lager. Und dann schauen wir doch mal, was sich hier tut. Ich gehe davon aus, dass wir hier tatsächlich jetzt schon wieder einen Bootvorgang haben werden, beziehungsweise auch ein Bild sehen werden. Das heißt, wir gehen wieder hier auf diesen Pin. Wenn man ihn trifft. So, jetzt. Und dann warten wir mal ab, ob wir jetzt gleich entsprechend ein Bild sehen. Nochmal, meine Augen sind tatsächlich über die letzten Jahre ein bisschen schlechter geworden, gefühlt. So, und wir sehen ein Bild. Jetzt ist mir natürlich der Akkustecker abgesprungen. Aber wie ihr seht, das Ding bootet. Ja, und wir haben dann augenscheinlich wirklich nur ein defektes Display hier gehabt. Der Rest hat ja auch wirklich gut ausgesehen und ihr seht, obwohl jetzt Feuchtigkeit reingekommen ist und im Gerät auch noch gestanden hat, ist da nichts passiert. So, jetzt ist die Frage, warum ist da denn nichts passiert? Ja, wir raten unseren Kunden, die eine Wasserbeschädigung an einem Gerät erleiden, immer dazu, das Gerät nach Möglichkeit, ich mache es gerade anders, das Gerät nach Möglichkeit umgehend luftdicht zu verpacken, im besten Falle zu vakuumieren. Dieses Gerät wurde tatsächlich vom Besitzer nach telefonischer Anfrage und unserer Beratschlagung vakuumiert. Ja, das heißt, das Gerät ist in ein Waschbecken gefallen. Ja, das kann ich euch zum Schadenverlauf im Endeffekt erzählen. Das ist in ein Waschbecken gefallen. Der Kunde hat es war dann umgehend aus, ich gehe davon aus, oder es war dann auch so, dass dieses billige Copy-LCD-Display, was eigentlich nichts in dem Gerät verloren hat, kaputt gegangen ist. Ja. Und der Kunde hat aber sich, wie gesagt, daraufhin sofort bei uns gemeldet. Wir haben gesagt, bitte verpack das Gerät luftdicht und tu einfach nichts weiter. Das hat er getan und wie ihr seht, ist dadurch, dass das Gerät luftdicht verpackt war, in einem Vakuumbeutel, keine Korrosionsbildung vonstatten gegangen. Und das bedeutet im Endeffekt, diese Wasserrückstände,
die sind nicht schlimm. Das Schlimme ist einmal die elektrochemische Korrosion und einmal die Korrosionsbildung, die entsteht durch die Liegedauer, ja, wenn das Gerät nicht luftdicht verschlossen ist. Ja, und dadurch entsteht dann eine Kurzschlussbildung und dadurch entstehen alle weiteren Probleme. Und all das macht die Datenrettung an so einem Gerät im Endeffekt wesentlich aufwendiger. Ja? So, jetzt schauen wir uns mal an, was da passiert. Was haben wir hier an Ladestromaufnahme? Aktuell noch nichts. Vielleicht ist ja auch noch wirklich ein Problem mit dem Lightning oder mit dem Akku. Also wir sehen so nichts, aber das macht auch nichts weiter, weil wir schauen uns jetzt erstmal an. Wir haben ja gesehen, dass das Gerät bootet, ja? Und dazu emulieren wir jetzt nochmal die Batteriespannung. Dann werden wir mal die Batterie messen und werden mal anschauen, was ist denn mit der Batterie los. Ja? Ah ja, okay. Wenn wir so versuchen zu booten, passiert nichts. Ja? Das heißt, wir haben, also nochmal, ich kann euch genau sagen, was passiert, wenn ich hier den Power-Button drücke. Wenn ich den Power-Button drücke, geht es sofort hoch auf 1 Ampere. Ja? Ich disconnecte jetzt mal das Lightning Flex und versuche dann nochmal zu booten. Immer noch. Okay. Ich muss jetzt die Komponenten im Endeffekt ausschließen. Ja? Das heißt, ich schließe jetzt mal alles ab, außer dem Powerflex. Weil wir haben ja eben gesehen, mit dem Display hatten wir entsprechend ein Bild. Das heißt, ich disconnecte die Komponenten und ich habe immer noch das Problem. Jetzt nehme ich das Powerflex mal noch ab, verbinde die Batteriespannung, die ich emuliere, und verbinde dann das Ladekabel und jetzt schauen wir mal nach, was passiert. Ziehe das Ladekabel raus und wartet ab. Okay, wir haben immer noch kein Bootverhalten. Das heißt, wir nehmen hier das Flex auch noch ab. Das heißt, wir haben jetzt alle Flexkabel abgesteckt. Den Lightning haben wir noch drauf. Wir verbinden erneut die Batterie, nehmen das Kabel raus, schauen uns an, ob wir ein Bootverhalten bekommen. Wir bekommen kein Bootverhalten. Jetzt nehmen wir noch den Lightning ab. Jetzt machen wir es wirklich mal so, dass wir die Batterie verbinden und dass wir doch nochmal zum Test starten direkt über den Pin. Das heißt, wir haben jetzt alle Komponenten abgeschlossen. Ich versuche jetzt über die Pinzette zu starten. So, und nochmal. Das heißt, wir haben jetzt alle Flexkabel. Ah ne, guck mal, hier oben haben wir noch was vergessen. Wir haben hier oben noch zwei Flexkabel vergessen. Ja, die nehmen wir jetzt auch mal noch ab. Jetzt verbinden wir den Lightning wieder. Jetzt emulieren wir die Batteriespannung. Und jetzt versuchen wir zu starten. Gucken, was passiert. Jetzt nehmen wir den Lightning auch noch ab on top. Und wenn ich den Lightning abnehme, startet das Gerät. So. Warum, wieso, weshalb? Was haben wir hier jetzt im Endeffekt für ein Problem? Ich drehe das mal so, weil ich jetzt nicht weiß, ob da ein persönliches Hintergrundbild ist. Was haben wir hier für ein Problem? Wir hatten einen Wasserkontakt. Ja? Der Wasserkontakt hat aufgrund der Vakuumierung auf der Platine, jawohl, das Gerät bootet, einwandfrei, Touch funktioniert. Ich gehe hier mal, man sieht es jetzt relativ schwer, weil die, es ist kein Ambient, es ist kein Lichtsensor verbunden am Gerät, aber man sieht hier, wir haben Touch. Ja? Hier, wir haben Touch, wir können bedienen. Wir haben nur die Displayhelligkeit eben ganz unten. Ja? So, also, die Problematik an dem Gerät war die folgende. Durch den Wasserkontakt, man sieht hier das Wasser ja auch noch stehen, sind natürlich auch die Komponenten mit befallen worden. Das bedeutet, wir haben einmal das Display, was in Mitleidenschaft gezogen ist. Wir haben den Lightning Connector, der durch den Wasserkontakt hier einen Schaden erlitten hat. Wir haben das Powerflex Kabel, was durch den Wasserkontakt in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ja? Und dadurch
müssen wir erstmal die Komponenten ausklammern, um zu sehen, mag das Gerät denn dann starten. Ich habe im Endeffekt jetzt nicht viel getan. Ich habe das Gerät zerlegt. Ich habe mir das Logic Board unter dem Mikroskop angeschaut. Ich habe gesehen, an einer Stelle hatte ich äußerlich ein bisschen Korrosionsbildung. Nichts Schlimmes. Wir hatten an den Konnektoren keine elektrochemische Korrosion. Wir hatten keine Abtrocknung, was sehr, sehr gut ist, also gut gehandelt. Und im Endeffekt kann man sowas jetzt sogar theoretisch auch instand setzen. Ja? Wir müssen nicht forensisch arbeiten, wir müssen nicht die für den Datenerhalt logisch miteinander gekoppelten Bauteile übernehmen auf eine Trägerplatine, aber wenn wir das instand setzen wollen, ja, und jetzt kommt das Große, wenn wir das instand setzen wollen, trotz des Wasserkontaktes, seht ihr ja schon, worauf es hinausläuft, ich muss alle defekten Komponenten an dem Gerät austauschen. Ja? So, das bedeutet, ich muss den Lightning-Connector tauschen, ich muss das Kameramodul tauschen, ich muss das Powerflex tauschen und ich muss alle anderen Flexkabel in irgendeiner Form auf Korrosionsbildung kontrollieren. Ja? Da ist es eigentlich günstiger, bei so einem relativ alten Gerät hinzugehen und zu sagen, okay, wir nehmen aus unserem Warenbestand, und wir haben einen sehr großen Warenbestand, ein Gehäuse, was aus einem anderen Gerät ausgebaut wurde, was optisch von der Qualität her und von dem Zustand her diesem hier entspricht. Ja? Dort verbauen wir das Logic Board drin, dann prüfen wir im Nachgang auch noch, ist das TrueDepth-Kamerasystem noch in Ordnung, ist der Dot-Projektor noch in Ordnung, damit wir im Nachgang dann eben auch eine Face-ID-Funktion wieder haben. Ja? Der Akku ist logisch gekoppelt, den werde ich noch einmal testen, aber ich gehe davon aus, dass der Akku an sich in Ordnung ist, ja, und dann kann man quasi aus mehreren anderen Teilen nochmal ein funktionsfähiges Gerät zusammenbauen. Das wird jetzt nichts sein, was sich im Preisbereich 99 oder 199 Euro abspielt. Ich schätze, dass wir eher so gegen die 299 Euro Marke gehen. Dafür, wobei, Display muss auch noch getauscht werden, dann wird es schon eher in Richtung mit dem Gehäuse, je nachdem, ob noch was am Dot-Projektor ist, damit die Face-ID wieder funktioniert. Das muss man mit dem Kunden besprechen. Kunde sind ja nur die Daten wichtig. Dann ist sowas natürlich sehr günstig zu erledigen, dass wir jetzt so ein Kandidat nur die Daten ziehen. Das wird im Preisbereich 99 Euro liegen dann. Ja. Da sind wir dann auch wirklich mit durch. Wenn das Gerät dann instand gesetzt werden soll, und normalerweise, nochmal, sind Wasserschäden keine Instandsetzungen, ganz wichtig. Man muss das im Einzelfalle beurteilen. Man muss sich anschauen, was ist da passiert. Wir sehen hier, nichts ist zwischen die Bordhälften gelaufen. Das Board sieht super sauber aus. Jetzt müssen wir die gekoppelten Komponenten kontrollieren, müssen dementsprechend Komponenten austauschen. Und wenn wir das alles tauschen, dann schätze ich, werden wir hinauslaufen auf die 399 Euro. Dafür funktionsfähiges Gerät inklusive Datenerhalt. Und wenn man das nicht möchte, in so einem Fall, aber das ist wirklich ein Einzelfall, das kommt sehr, sehr selten vor, dann sind wir mit 99 Euro durch. Ja? Ist aber ja auch kein großer Aufwand. Ja? Im Endeffekt Board in ein anderes Gehäuse, Display anklemmen, Daten ziehen, Daten hochladen, Ende. Ja. Kommt nicht oft vor, kann vorkommen. Ich hoffe, dass ihr dennoch, auch wenn hier jetzt in dem Video auf technischer Ebene nicht sehr viel passiert ist, Spaß daran hattet. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, gebt einen Kommentar unter das Video und wir werden natürlich weitere Videos für euch produzieren. Ich bin raus, ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Ben von Rescue. Besucht www.rescue-repair.com, wenn ihr Fragen rund um das Thema Datenrettung an Smartphones habt.